Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Und damit herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Gerald, hallo. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir wieder mal ein bisschen über die Themen reden können, die so spannend sind in der heutigen Zeit. Ja, Gerald, wir haben uns ein hochaktuelles Thema rausgesucht heute und gleichzeitig eines, das sehr lange Gültigkeit hat. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich dafür ausgesprochen, CO2 im Meeresboden zu speichern, damit es eben nicht das Klima belastet. Gleichzeitig gibt es Forschungen, die relativ klar sagen, klimawirksame Ökosysteme könnten die CO2-Konzentration in der Atmosphäre stark reduzieren. Also, wir haben da einen Konflikt zwischen technischer Lösung, die offenbar selbst der grüne Bundeswirtschaftsminister befürwortet, und ganz natürlichen Lösungen, die in der Natur eingebaut sind und die wir vielleicht viel besser nutzen könnten. Gerald, wie berührt dich das? Was fällt dir dazu ein? Also, was mich wirklich berührt, ist, dass es auf diesem Planeten gelungen ist, bei der Entstehung des Lebens, dass da bestimmte Zellen es geschafft haben, Sonnenlicht und CO2 in etwas umzuwandeln, was dann eigentlich das gesamte andere Leben, was dann noch dazugekommen ist, einschließlich der Tiere und uns, erst ermöglicht hat. Die nehmen Sonnenenergie und CO2 und machen daraus Sauerstoff, den wir brauchen, ohne den könnten wir nicht, und produzieren daraus Kohlenhydrate, die wir brauchen, ohne die könnten wir auch nicht. Und dass diese Kohlenhydrate dann zwischendurch erst nochmal von Tieren gegessen werden und wir dann wiederum diese Tiere, das ist auch egal. Ohne diese Kohlenhydrate liefe nichts. Das heißt, die Photosynthese ist das größte Weltwunder auf dieser Erde, was es überhaupt gibt. Und wir müssten auf die Knie fallen bei jeder grünen Pflanze, die wir da so sehen, weil wir plötzlich gewahr werden, wie sehr das alles miteinander verbunden ist und wie sehr wir auch voneinander abhängig sind. So, und über diese Photosynthese wissen wir natürlich auch schon eine ganze Menge, und dazu gehört auch das Wissen, dass immer dann, wenn der CO2-Gehalt in der Luft auf der Erde angestiegen ist, das eine unglaubliche Anregung für das Pflanzenwachstum war. Nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Vorläufer der Pflanzen, die Cyanobakterien und auch die Grünalgen verwenden ja CO2 und verwandeln das in besagte Stoffe, von denen wir dann wieder leben. Und immer dann, wenn die in der Atmosphäre der CO2-Gehalt steigt, dann ist das für die alle wie Dünger. Und dann wachsen die schneller. Mit dem Ergebnis, dass das alles wieder weggebaut wird. Das ist Selbstregulation. Ja. Da muss der Mensch nicht kommen mit seiner Schlauheit und muss jetzt dafür sorgen, dass das alles sozusagen von ihm reguliert wird. So, nun haben wir, das war der Vorspann. Das ist das, was mich berührt. Nicht die Tatsache, dass der Herr Habeck oder wer auch immer das in die tiefen Schichten der Erde am besten auch noch unters Meer pumpen kann, damit man es nicht so schnell merkt, was da wieder rauskommt. Sondern es berührt mich die Tatsache, dass es bis heute immer noch so ist, dass wir gar nicht begreifen, wie sehr wir von dieser Photosynthese der Pflanzen abhängig sind. Ja. Und dass es nichts gäbe, das ist großartig. So, und dann kommt eben dann die zweite Frage, wenn man jetzt auf die Idee kommt, dass man das CO2, was da nun zu viel in die Luft abgegeben wird, selber wieder wegschaffen muss, dann muss man natürlich zunächst erstmal feststellen, dass wir das freigesetzt haben, indem wir fossile Brennstoffe, die von den Pflanzen produziert worden sind in Form von Kohle oder Erdöl, dass wir diese fossilen Brennstoffe zutage gefördert haben und sie nun verbrennen. Also wir nutzen Energie, die die Pflanzen und frühe Lebensformen vor Millionen bereitgestellt haben und tun so, als sei das unseres.
Und es würde uns gehören, aber und richten damit einen Unsinn an, der dazu führt, dass nun wieder dieser ganze CO2-Gehalt in der Luft steigt, was aber Gott sei Dank normalerweise dazu führen würde, dass die Pflanzen und die Algen umso schneller wachsen und dann wird das alles wieder weggefressen. Aber wir haben ja nicht genug Zeit und glauben, also wir müssten das jetzt ganz schnell alles wieder reparieren und deshalb müssen wir es jetzt einfangen, das CO2, und müssen es verdichten. Keiner fragt, wie viel Energie das nun eigentlich wieder braucht, bis man so ein CO2 zu so einem kleinen Klumpen da zusammengepresst hat. Und der muss dann auch noch unter die Erde geschafft werden. 1000 Kilometer tief, habe ich gehört, wollen sie das einlagern. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass CO2 im festen Zustand oder im dickflüssigen Zustand, dass das eine Temperatur hat von, ich glaube, 100, also mindestens um die 100 Grad, also 100 Grad minus. Also ich glaube, 70 Grad minus ist das. Und sobald es wärmer als 70 Grad minus wird, da verdampft es wieder. Und ich weiß nicht, was da unten 1000 Meter unter der Erde für eine Temperatur herrscht. Also die scheinen das ja schon auszuprobieren und bilden sich ein, dass sie das da unten halten können. Ist es wirklich so schlicht, dass wir Probleme deshalb so lösen wollen, weil man sie dann nicht mehr sieht? Nee, das ist überhaupt nicht so schlicht. Es ist wahrscheinlich viel schlimmer. Wir wollen Probleme auf eine Weise lösen, mit der wir wiederum neu Geld verdienen können. Das ist ja das Auffällige. Wir machen im Grunde das Reservoir an Pflanzen zunichte weltweit. Regenwälder werden abgeholzt. Da verdienen Menschen Geld dran. Dann kommt ein grüner Wirtschaftsminister und sagt so, jetzt pumpen wir CO2 unter den Meeresboden. Auch da wird ja, wenn das geschieht, massiv Geld verdient. Da muss man sich ja nicht ausmalen, dass da irgendeine grüne Stiftung das finanziert und da passiert nichts. Das Geld kommt irgendwo her und das wird verdient. Das geht auch irgendwo hin. Das wird ein Riesenmarkt, weil es ja diese CO2-Zertifikate gibt. Also jetzt kann ja dieser Firma, die das CO2 unter die Erde pumpt, kann das sozusagen allen abkaufen, das CO2, und es unter die Erde pumpen. Und dafür erntet die einen Haufen Geld. Das ist ein Geschäftszweig, den gab es früher noch gar nicht. Das ist alles absurd. Ja. Warum ausgerechnet unter dem Meeresboden? Gibt es dafür eine Erklärung? Der Bundeswirtschaftsminister sagt also, unter Land machen wir das nicht. Das will er nicht. Aber unter dem Meeresboden ist es in Ordnung. Ist es dem CO2 nicht völlig egal, ob da drüber nun der Atlantik ist oder Hamburg? Ja, das ist, wenn das CO2 dann da wieder raussteigen würde, sieht man es natürlich nicht. Und das ist egal, ob sich das dann im Meer löst oder ob das in der Luft auftaucht. Das CO2 ist eigentlich nicht das Problem. Nur wenn du dir vorstellst, du hast so ein Volumen von ungefähr einem Container und du pumpst dieses Volumen jetzt in die Erde rein, das ist doch jetzt nicht Luft da unten. Da muss ja irgendwas weg dafür. Da muss ja irgendwas verdrängt werden. Und keine Ahnung, das wissen die auch nicht, was die da nach oben drücken. Und das wird dann frei. Vielleicht ganz andere Gase oder was, Giftstoffe und sonst was. Und das lässt man dann lieber im Meer, so wie wir ja alles, was uns nicht so richtig gefällt, in die Ozeane schmeißen. Das ist ja ein seltsamer Denkansatz. Wir wollen die Schäden, die dadurch angerichtet werden, dass wir in das Gleichgewicht der Natur eingreifen, dadurch lösen, dass wir noch tiefer in das Gleichgewicht der Natur eingreifen. Also ja, man könnte es auch ganz frech sagen, wir wollen weiter Geld verdienen. Indem wir erst die Natur ruinieren und indem wir jetzt mit Hilfe von technischen Lösungen und viel Geld so tun, als ob wir etwas wieder herstellen und wieder reparieren, was wir vorher selber kaputt gemacht haben. Das ist schon sehr absurd. Ja. Also wenn ich in der psychiatrischen Klinik noch tätig wäre, würde ich sagen, geschlossene Abteilung, würde ich sagen, gehört das hin. Aber was machen wir dann mit solchen Informationen? Ich meine, wir kriegen die Informationen, die Ökosysteme können ganz viel, was die Verarbeitung von CO2 angeht. Und wir kriegen die Informationen, das wäre doch eine gute Idee, das alles einfach in den Meeresboden zu pumpen. Was soll ich denn da als Verbraucher mit anfangen, als Informationsverbraucher? Mein Gehirn wird mir doch einfach ganz schlicht sagen, naja, nehmen wir doch die schnelle Lösung, muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Hier haben wir eine Situation, wo du als kleiner Verbraucher, so wie ich, eine Information bekommst, an der du nichts ändern kannst. Das ist eigentlich das Schreckliche. Ich kriege gesagt, dass das so gemacht wird.
das macht was mit mir. Also entweder werde ich zu einem Bieterständler, da bin ich jetzt aus dem Alter aber raus, oder ich werde zu einem Resignierten, oder ich suche mir eine Partei, die auf solche absurden Ideen nicht kommt. Merkst du jetzt, worüber wir hier reden? Das ist, ja. Das hier, es ist sehr problematisch, immer wieder Dinge in die Welt zu setzen, als neue Erkenntnisse oder neue Lösungen, wenn die Menschen, die dann darüber informiert werden, dass es jetzt diese neue Lösung geben soll und dass die umgesetzt werden soll, vorher gar nicht die Möglichkeit hatten, sich an dem Zustandekommen dieser Lösung zu beteiligen. Die kriegen das dann vorgesetzt und die haben das zu akzeptieren, so wie das ist, weil es jetzt richtig ist. Ja. Oder weil es jetzt von den Experten so gesehen wird. Ja, in ein paar Jahren sehen die Experten das vielleicht wieder ganz anders. Das ist das eigentliche Problem und deshalb gehört so eine Meldung zu dem, was Menschen wie mich krank macht. Sie lässt mich unzufrieden, unglücklich, unbefriedigt, eigentlich auch ein bisschen wütend, hilflos zurück. Und dann muss ich aufpassen, dass ich das mir nicht zu sehr zu Herzen nehme. Und dann gehe ich, und jetzt ist das kommt die Antwort auf deine Frage, und dann gehe ich hoch in meinen Garten und pflanze ein Bäumchen. Da du gerade gesagt hast, dann suche ich mir eine Partei. Allen, die jetzt meinen, man könnte das ihren politischen Interessen zuordnen, wollen wir dann auch gleich sagen, damit ist jetzt keine bestimmte Partei gemeint. Zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe und so gut ich dich kenne. Es geht nicht darum, hier irgendwelchen Verschwörungstheorien oder Menschen, die alles ablehnen, das Wort zu reden, sondern es geht darum, wie gehen wir eigentlich mit Informationen um, die uns vorgesetzt werden, die uns vor vollendete Tatsachen stellen und die letztendlich aber in ihrer Sinnhaftigkeit doch gewisse Zweifel lassen. Ja klar, es geht nicht darum, dass man jetzt sucht, wo jetzt eine Partei ist. Nebenbei gesagt, so eine findest du ja gar nicht, weil die ist ja alle, die machen sie ja alle genau. So. Hier sind wir an einem Thema, wo keine der politischen Parteien dafür eine Alternative bietet. Die ganze westliche Welt ist ja so geprägt und davon auch die ganze Zeit überzeugt gewesen, dass es für alle Probleme dieser Welt irgendwelche technischen Lösungen gibt. Also bis dahin, dass der Mensch, wenn er diese Erde nun hinreichend unbewohnbar gemacht hat, dann wandert er aus und lebt auf dem Mars weiter. Sind wir denn, also nochmal, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Oben in diesem Organ, in dem man normalerweise das Denken macht. Da steckt ja ein etwas verquerer Optimismus hinter. Und es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von der Atomenergie. Da haben wir Atommüll jahrzehntelang tief unter der Erde vergraben, in der Hoffnung, irgendwann finden wir schon eine technische Lösung, dass wir mit dem Zeug umgehen können. Bis wir gemerkt haben, naja, also irgendwie fällt uns da jetzt aber auch nichts Schlaues ein. Jetzt machen wir eigentlich dasselbe mit dem CO2. Ja. Das ist genau dasselbe. Wir haben nichts gelernt und genau, man muss es ja auch dann genauso in dieselbe Reihe setzen. Jetzt machen wir irrsinnige Schulden und keiner sagt mir, wie das mal jemals wieder zurückgezahlt werden soll und wer das dann zurückzahlen soll. Als ob es sozusagen die Welt ein Selbstbedienungsladen wäre, wo man sich Geld abholen kann und dann macht man damit alles Mögliche. Und man muss das nicht wieder zurückzahlen. Ja. Das ist genau das Gleiche. Und das ist eine Haltungsfrage. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein und stellen uns die Frage, wie kommen Menschen denn auf solche Ideen und warum machen die das? Und dann kann man sagen, ja, dass Menschen machen im Laufe ihres Lebens bestimmte Erfahrungen. Und wenn man in eine Welt als Kind hineinwächst, also dort erwachsen wird, dann macht man ja ständig die Erfahrung, dass diejenigen am besten vorankommen, die möglichst rücksichtslos ihre eigenen Interessen vertreten, die andere über den Tisch ziehen, die Schulden machen oder einen Banküberfall oder keine. Also das sind ja alles, hier setzen sich im Augenblick auf dieser Welt diejenigen durch, die nun keine besonders bewundernswerten Vorbilder für Menschlichkeit sind. Und diese Erfahrung macht man dann als junger Mensch und das wäre ja
ein bisschen absurd, wenn es da nicht genügend Menschen gäbe, die sich dann sagen, also wenn die das machen, mache ich das auch. Ja. Nicht gleich in dieser Größenordnung, aber so gut ich kann. Und dann wird man ein Mensch, der nur noch seine eigenen Interessen verfolgt, der bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwas gibt, was haben will, der andere über den Tisch zieht, so gut er das kann, und sei es auch nur, dass er zieht zu Objekten seines furchtbaren Dranges nach Anerkennung und Berühmtheit und Bewunderung macht. Ja. Und so jemand sieht ja dann nicht mehr, was in der Welt los ist. Der hat ja sozusagen eine Brille auf, mit der er nur noch das sieht, was er an ich nenne das immer gerne Ersatzbefriedigungsbedürfnissen hat. Ja, und ich nenne das auch nicht Bedürfnis, wenn die da alle unbedingt zum Einkaufen müssen und dauernd auf ihren digitalen Geräten herumdrücken müssen. Das ist kein Bedürfnis, das ist ein Drang. Ja. Da drängt sie etwas. Und da wäre schon gut, wenn man sich dann ab und zu mal fragen würde, was mich da jetzt wieder schon wieder drängt. Gerald, da würde ich dir sagen, dass es mich nicht so sehr drängt, mit dir diesen Podcast zu machen. Das mache ich echt gerne. Ja. Also das ist, und ich lerne da auch jedes Mal noch was dabei. Also das erweitert meinen Horizont. Währenddessen ich nicht glaube, dass das dauernde Herumtippen auf irgendeinem Smartphone den Horizont allzu sehr erweitert. Da wir schon mal auf diesem Ausflug sind, du hast es eben angesprochen, Menschen zu Objekten machen. Das ist ein Thema, das sich sehr stark durch all deine Arbeiten, deine Bücher zieht. Ist nicht die Tatsache, dass wir die Umwelt zum Objekt machen, im Grunde der ultimative Schritt, Menschen zum Objekt zu machen? Weil immer, wenn wir die Umwelt zum Objekt machen, dann sind da auch andere Menschen betroffen. Ich glaube, dass es so auch angefangen hat. Also es gibt ja noch Naturvölker, die so irgendwo übrig geblieben sind. Und dort sieht man, die betrachten das, was sie umgibt an Lebewesen, die Pflanzen und die Tiere, nicht wie Objekte. Die sind oftmals in ihren Augen sogar beseelt. Und die entschuldigen sich dafür, wenn sie da etwas entnehmen und es töten müssen. Da ist diese feste Überzeugung, dass das keine Dinge sind, die sie nach Belieben benutzen und verwenden können, dass die ist da noch fest im Hirn verankert. Das ist eine Haltung. Die haben wir nicht mehr. Die ist lange vergangen und das ist wohl mit der Sesshaftwerdung losgegangen, dass man dann plötzlich Eigentum hat. Dann ist man Besitzer von irgendetwas. Und dieses, was man da besitzt, kann man wie ein Objekt behandeln. Und da hat das wahrscheinlich angefangen, dass wir dann nicht nur unsere Kühe, unsere Ziegen und unsere Schweine und Haustiere als Objekte behandelt haben, sondern uns auch gegenseitig. Ja. Und der Herrschende, den Untergebenen, der Heiler seine Kunden. Und so kann man dann weiter durch die ganze Geschichte gehen. Es geht seit 10.000 Jahren so. Jetzt machen wir uns ganz unbeliebt. Wenn das so ist, ist nicht eine Umweltschutzpolitik, die zur politischen Marke gemacht wird, letztendlich auch nur ein zum Objekt machen der Umwelt, zum Objekt machen der Mitbürger, die das doch bitte auch glauben sollen, ansonsten haben sie halt Unrecht? Ja, natürlich. Also ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Ich bekomme häufig so Bücher zugeschickt, wie wertvoll der Wald ist. Ja, und dann wird da geschrieben, da gibt es Phenole und da gibt es dieses und da gibt es jenes und dann kann man Wald baden und das sei also alles ganz großartig. Und dann gehen die Leute in den Wald und jetzt kommt es, nicht weil sie den Wald lieben, sondern weil sie den Wald für ihre Gesundheitspflege benutzen. Ja. Und die spürst du diesen Unterschied. Das sind Menschen, denen ist der Wald eigentlich vollkommen egal. Denen geht es nur um ihre Gesunderhaltung. Und dafür sind sie bereit, auch durch den Wald zu laufen. Und die unterscheiden sich diametral von den anderen, die in den Wald gehen, denen dort das Herz aufgeht, die sich erstmal irgendwo ins Moos setzen müssen und eine Viertelstunde warten müssen und lauschen müssen, um überhaupt zu spüren, wo sie sind. So. Ja. Und das wäre der richtige Umweltschutz. Wenn Menschen sozusagen wieder spüren könnten, wie sehr sie mit dem Leben verbunden sind und dann von sich aus diesem Wald und aus dieser Erfahrung heraus kämen und sagen würden, nee, jetzt fahre ich nicht mit dem Auto zum Bäcker, sondern jetzt gehe ich lieber zu Fuß.
weil das ist jetzt nicht nötig, dass ich hier so ein Gerät einsetze. Und das ist dann aus einer nicht nur mit der Wald. Das kommt dann aus einer inneren Überzeugung und nicht aus einer kognitiven Überlegung, dass das besser wäre. Und da ist, glaube ich, unsere Politik auch leider diejenigen, die da sich das auf die Rettung der Welt auf die Fahnen geschrieben haben, die sind da leider hoffnungslos überfordert. Und sie spiegelt natürlich auch Zeitgeist. Wir machen das ja nicht nur mit dem Wald. Also das geht ja bis zu Dingen wie Yoga oder Meditation, die ja auch sehr sinnleer inzwischen als Produkte durch unsere Konsumentenwelt geistern, wo Menschen meinen, wenn sie sich im Schneidersitz hinsetzen, dann dient das ihrer Entspannung und dann werden sie locker und dann kommen sie besser durch den Arbeitstag. Das ist ja im Grunde den Sinn von Meditation auf den Kopf stellen. Ähnliches gilt für Yoga. Wir machen im Grunde all diese Dinge, die einen inhärenten Wert haben, zu Produkten und entwerten sie damit. Genau. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Thema, wo dieser großartige Transformationsprozess, der jetzt überall verkündet wird, einsetzen müsste. Entweder wir schaffen es, unsere inneren Einstellungen und Haltungen sehr, sehr grundlegend zu verwandeln, oder wir versuchen ständig mit denselben inneren Einstellungen und Haltungen das CO2, das wir in die Luft pumpen, dann im Meere wieder zu vergraben, bis es wieder rauskommt und wir wieder eine neue Technik brauchen, um es wieder woanders hinzuleiten. So kann man sich auch viel beschäftigen, so kann man sogar viel Geld verdienen, aber so wird man am Ende diesen Planeten und alles, was auf diesem Planeten lebt, ruinieren. Deshalb geht es so nicht weiter. Ich brauche gar nicht darüber nachzudenken, ob das richtig oder falsch ist. Ich kann einfach nur sagen, das ist mir egal, ob du das richtig oder falsch findest. Es geht so nicht mehr. Wir sind in einer Sackgasse gelandet. Gerald, du hast wunderbar den Bogen geschlagen. Wir sind vom CO2 in eine philosophische Diskussion entglitten, die aber, glaube ich, wichtig war, weil sie zu dem Thema gehört. Und du hast das Ganze auch wieder zurückgeführt. Eine spannende Ausgabe unseres Podcasts, weil wir uns von der Frage, ist das überhaupt eine Information oder kann das weg, völlig entfernt haben und festgestellt haben, es geht eigentlich um ganz was anderes. Und das kann nicht weg. Ich danke dir. Danke, Gerald. Und allen, die uns hier mit zugehört haben, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.